Steingartengewächse. Einpflanzen in ein Gefäß. Auch wenn Sie keinen richtigen Steingarten in Ihrem grünen Paradies verwirklichen können oder wollen, müssen Sie auf typische Steingartengewächse, zum Beispiel Polster bzw. Zwergstauden, nicht verzichten. Bevor Sie das Gefäß mit Erde füllen, sollten Sie eine Drainageschicht einfüllen. Zunächst bedecken Sie die Abzugslöcher mit einer Tonscherbe oder einem kleinen Drahtgeflecht, damit die Kügelchen im Topf bleiben, das Wasser aber gut abfließen kann. Nun kommt die Drainageschicht aus Steinen, Kies oder, wie hier im Video, aus Blähtonkügelchen in das Gefäß. Darüber legen Sie ein passend zugeschnittenes Stück Gartenvlies. So wird verhindert, dass die Erde in die Drainageschicht eingespült wird. Jetzt können Sie das Gefäß mit Erde füllen. Ziehen Sie die Töpfchen von den Pflanzen ab und wässern Sie bitte den Wurzelbereich, zum Beispiel durch Eintauchen des Ballens in einen gefüllten Wassereimer. So überstehen die Pflanzen den Umzug in das neue Gefäß einfacher. Arrangieren Sie jetzt die Pflanzen ganz nach Ihren Vorstellungen in dem Gefäß. In einem passenden Steintrog oder in einem Terrakotta-Gefäß können Sie ganz einfach Ihre Lieblingspflanzen aus dem Steingartensortiment arrangieren und anschließend auf Ihrem Balkon oder auf der Terrasse aufstellen. Nach dem Einpflanzen können Sie Ihren Mini-Steingarten im Garten sonnig platzieren. Bitte gießen Sie noch einmal sorgfältig an. Prüfen Sie, ob Sie eventuell noch etwas Erde einfüllen müssen.